Hallo Leute, herzlich willkommen auf Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde House Flipper. Und zwar kaufen wir uns heute das dekoriertes Haus, was 64.000 kostet, 94 Quadratmeter, 2 Etagen, 4 Räume und ein gemütliches mobilisiertes Haus inklusiver schöner Weihnachtsdeko. Ich würde sagen, wir kaufen das mal. Es könnte sein, dass dieses Video hier wieder schnell rumgeht, weil das ist ein dekoriertes Haus. Das spricht eigentlich schon dafür, dass ich nicht viel hier was machen muss. Und man kann sich natürlich auch täuschen. Ich denke aber eher nicht. Also, mich würde es wundern. Versteht ihr, was ich meine? Okay, dann laden Sie doch mal hier kochen für die Enkel. Was? Joa, moin. Warum ist hier Schnee? Ach du Scheiße, man kann hier wirklich all this on me. So, also man sieht hier schon ein bisschen Schmutz. Die Frage, die ich mir gerade auch stelle, ist, warum kann man sich dieses Haus überhaupt kaufen? Also, egal. Ich glaube, wir machen einfach die ganze Weihnachtsdeko weg. Das war meine Uhr. Oder Leute, soll ich einfach die ganze Weihnachtsdeko wegmachen? Ich glaube, das mache ich. Wir können ja aber auch mal die Dinger richtig hinstellen. Was ist denn hier passiert? Weihnachten ist doch schon längst gewesen, ey. Die sind hier noch hängen geblieben ein bisschen. Sind das Eierkartons oder was? Egal. Ist irgendwie auch noch Farbe. So. Hier ist auch noch ein bisschen dreckig. So, mal weg mit dem Dreck. So. Alles hier sehr gut. Geht's hier noch irgendwo rein oder was? Ach, da oben geht es noch. Also war ich hier schon drin? Nö. Was ist denn hier in der Küche passiert, Alter? Stell dir mal vor, sonst würde eure Wohnung aussehen oder Haus oder was weiß ich, was ihr habt. Ich glaube, das wäre nicht so geil. So, jetzt muss ich mal erstmal gucken, ob man hier irgendwas wegräumen kann. So, deswegen hier einfach mal alles antippen. So, okay. Hallo. Was ist das denn hier? Hm. Oh, die Heizung, die hier hinten ist noch ein bisschen dreckig. So. Okay, irgendwo hier ist auch noch dreckig. Ah, da. Danke. Gut, dass man hier diese Markierungen hat, ne? Die sind schon manchmal praktisch. Wo ist es jetzt hier dreckig, hä? Ach, da unten, ich seh's. Ah, ist weg, okay. Perfekt, es ist weg. Es ist weg. Okay, so. Ich würde sagen, wir machen wirklich einfach die ganzen Weihnachtsdinger weg. Also das, den Baum, den Baum kann ich nicht verkaufen, geil. Und ihr kriegt doch gleich wieder einen Teppich. Oh, warte, hier ist irgendwas zum Entfernen gewesen. Das. Okay, ich glaube, jetzt ist alles weg, oder? Ja. Aber war ich nicht? Kann irgendwie diesen Geschenke nicht wegräumen. So, Weihnachten gibt's hier nicht mehr. Ich habe einfach dort eingesammelt. Weihnachten ist schon lange vorbei. Hier kommt alles raus aus diesem Haus. Raus damit. Raus damit. So. Ist ja auch irgendwo Weihnachtszeug. Es kommt hier alles weg. Okay, hier oben ist noch was. Zack. So. Ach Leute, ich habe übrigens mit einem anderen YouTuber gesprochen und er möchte mit mir Videos aufnehmen. Und eventuell kommt es auch
eventuell bald schon imstande, dass wir mal ein Video zusammen machen. Wir lieben Pflanzen. Ja, ich liebe keine Pflanzen. Also schreibt gerne mal in den. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Oh. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen was weg. Teppich weg. Na, das kann hier so bleiben tatsächlich. Das kann auch so bleiben. Ist hier irgendwo dreckig eigentlich noch? Kacke, weg mit dem Scheiß hier. Kann jetzt mal aufhören, die ganze Zeit zu sagen, ich liebe Blumen? Soll man hier die ganzen Geschenke sammeln oder? Oder warum sind hier überall Geschenke? Hallo Schlafzimmer. Wie geht es euch denn so? So, einmal einsammeln. Einmal schließen. So. Weg mit der Socke. Da ist auch noch ein Geschenk, merke ich gerade. So. Geil. Hier ist doch schon mal jetzt aufgeräumt. Ja. Einfach Geheimtür. Aber die kann man nicht öffnen, oder? Nö. Alles klar. Wieder zumachen, das Ding. Hier ist noch ein bisschen dreckig. Warte, hier geht's irgendwo noch rein. Ach, hier. Moin, moin, moin. Ja, also wenn mein Badezimmer so aussehen würde, ich weiß ja jetzt nicht. So. Weiß nicht, ob das ganz so geil ist, wenn das so aussehen würde. So, jetzt ist hier noch irgendwo dreckig. Da, so, okay. Draußen ist auch dreckig. So. Patz. Jetzt ja alles weggemacht, nö. Oha, hier kommt man ja wieder rein. Geil, ich bin wieder drin. Okay, das hat endlich Ordnung. Nun ist es, glaube ich, blitzeblank. Ja, das kann man auch, denke ich, so sagen. Was ist das hier für ein Zimmer? Ach, ein Badezimmer. Jetzt müsste alles sauber sein. Oha. Also die sieht ein bisschen versifft aus, aber ich glaube, das muss so. Ja, wir gehen einfach mal raus. Boah, hier nichts mehr mit Weihnachten. Okay, doch, hier noch. Da auch noch. Hier wieder ein blödes Geschenk. Warte, wir gucken mal jetzt, ob wir hier noch Geschenke finden, würde ich mal sagen, oder? Ja, hier draußen wird wahrscheinlich keins mehr sein. Man kann das hier. Ah, da. Hey, warte mal. Mir das Geschenk da unten. Ich verkaufe euch gleich die blöden Geschenke da unten. Ach, okay, dann halt nicht. Ne, ich glaube, wir haben tatsächlich alle, oder? Ja. Okay, dann verkaufen wir doch mal das Haus. Zur Auktion gehen, ja. Ja. Also, wir haben 64.000 dafür bezahlt und die würden jetzt schon fast das Doppelte zahlen. Seht ihr? Hä? 148.000 würden die für dieses Haus zahlen? Ich verhandle vielleicht so um 2.000. Wenn die ja sagen, steht hier nicht 95, sondern 97. Und sie haben es angenommen. Okay, Angebot annehmen. Ich habe jetzt einfach irgendwas mit 107 und 50.000, nee, ja, irgendwas damit verdient. Hä? In einer Sekunde, ey. In einer Sekunde. Junge, was? Alles klar. Gut, dann lad doch mal schneller. Jetzt sind wir einfach, boah, was? Wir haben fast 300.000 jetzt, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Video gefallen. Auch wenn das jetzt hier nicht lange ging, es gibt natürlich hier auch mal so ein paar Häuser, wo man nicht sowas einrichten muss. Hier vielleicht ein bisschen renovieren oder sowas. Aber wir haben auf jeden Fall noch einige Häuser übrig, ne? Was heißt einige? Noch 29. Und noch 29 Videos gibt es von Hausverwalter. Also ihr könnt euch auch freuen. Das Projekt hier so wird noch nicht so schnell zu Ende sein. Ich will natürlich das komplette Spiel mal durchspielen. Und das mache ich bei jedem Spiel eigentlich. Oder ich will es bei jedem Spiel machen. Und ich spiele dieses Spiel, bis ich keine Häuser mehr zum Verkaufen habe, durch. Und dann, ja.
Ja, also das nächste Haus wird das Haus der Admin-Legende. Und ich glaube, da muss man einiges machen. Genau. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.